Das Lebensmittel. Nicht nur Lebensmittel sind, wissen wir. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die uns gut tun oder weniger gut. Aber noch niemand hat diese verschiedenen Wirkungsweisen in einem Kochbuch zusammengefasst. In der Tourismusschule in Bezau entsteht gerade so ein Kochbuch. Geschrieben wird es von zwei Vorarlbergern und einem spanischen Universitätsprofessor. Daniel Reheis und Martin Rinderer haben eine Ausbildung zum PNI-Therapeuten gemacht. In dieser Fachrichtung gilt Nahrung als Medizin. Im Wirkkochbuch wird nun erklärt, welche Lebensmittel unseren Körper wie beeinflussen. Wir sind jetzt bei 12 Kapiteln, also auch 12 Wirkmechanismen, wo es darum geht, bestimmte Abläufe im Körper, wie beispielsweise Entscheidungsfähigkeit, zu beeinflussen, im Positiven und Menschen dabei zu unterstützen. Heutzutage geht das Blut fast nur noch in emotionelle Teile des Gehirns. So, um Entscheidungsfähigkeit wieder reizen zu können, muss die Blutverteilung ins Gehirn sich ändern. Und das kann man fantastisch mit Nahrungsmitteln durchführen. Was soll man denn nun essen, um mehr Entscheidungsfähigkeit zu bekommen? Honig, so schwarz wie möglich. Fisch, Meeresfrüchte, wie Garnelen und Müsseln. Grüne Gemüse, Knoblauch und Zwiebel. Weitere Themen im Buch sind unter anderem Entzündungen und Darmprobleme. Die Texte werden von Daniel Reheis und Martin Rinderer unter der wissenschaftlichen Anleitung von Professor Leo Preumbaum verfasst. Das Buch soll im Dezember erscheinen. Derzeit werden die Fotos gemacht.